Hallihallo zu Dead Space 2. Das ist ein Spiel, was ich nach längerer Zeit... Ich habe mich in die Berichte der Transportleitung eingeloggt. Demnach ist das Primärgetriebe offline. Stimmt das mit dem überein, was Sie da oben sehen? Ja, schon. Sieht aus, als bräuchte ich nur ein paar Ersatzteile. Ach so, das ist jetzt das Ersatzteil, was ich da reingetan habe. Jetzt verstehe ich. Meine Güte, ich bin aber schwer für KP. Hilfe. Ich habe gedacht gerade, ich wollte das Teil wieder da rein. Das sind die Ersatzteile hier. Hey. Gott, bin ich gut. Meine Güte. Aua, da wird's wie, aber ein Teil brauche ich noch, das Mittelteil. Das kann schon nicht mehr wahr sein. Unglaublich aber wahr, doch da wurde es mir klar. Wie beim blauen Klaus ist auch mein Hirn immer aus. Oh Mann. Das sind die Ersatzteilcontainer für dieses Teil. Und damit die Leute sehen, welches Ersatzteil für welches Teil ist, sehen diese Ersatzteilcontainer, sind da quasi Kopien davon. Das heißt, man sieht, das Teil, wenn das kaputt ist, dann muss das Teil da rein. Und wenn das, was da lag, das muss da rein. Oh Mann. Das war jetzt schwach. Oh Mann. Ich speichere erstmal ab. So aus Spaß. Man muss. Kann gar nicht auf YouTube speichern. Ja. Da war ich aber auch auf. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich dachte, diese Ersatzteilcontainer wären auch Geräte. Ich müsste alle drei Geräte reparieren. Stattdessen waren das einfach nur die Ersatzteile davon. Ich musste einfach mit der Chinese die Teile nehmen und da rein setzen. Unglaublich. Let's dance. Okay, ich habe sie mal So, ich hoffe mal, dass ich die Bahn... Ja, das tut alles so weh. Kann ich mal weitermachen hier. Vielen Dank. Activated. What are you waiting for? Hey, Sie haben es geschafft. Ja, dann geh mal dahin und fahr los. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, hören Sie mir doch zu. Hör auf mich an, hören Sie sich doch. Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. What are you waiting for? Warum kann ich mich nicht... Also das sind immer so unangenehme Momente hier. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was?
Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Was ist los? Ich weiß es nicht. Ich darf nur diese Cutscene genießen hier. Bleiben Sie hier. Kann mich nicht bewegen. Aber zugucken kann ich dafür umso mehr. Let's watch the Kinofilme. So, ich speichere noch einmal final ab. Während ich speichere, das ist die Frau, die er gerade gesehen hat, mit dem leuchtenden Mund und Augen. Das ist die gleiche Figur, die auch am Schluss von Dead Space 1 zu sehen ist. Das kann man sogar bei mir auf dem Video sehen. Die ist ganz kurz, er steigt dann in dieses Schiff ein, will losfliegen und dann sieht man, wie er sitzt schon geschillt ohne Helm da. Dann sieht man, wie er anscheinend von jemand angegriffen wird. Und das ist sie. Und da die nur in seinem Kopf existiert, war sie wohl, wurde er wohl nicht wirklich angegriffen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das durchspiele. Weil ich habe ja... Was mir irgendwie aber anders vorkommt, ich meine, ich hätte hier erheblich mehr Munitionsprobleme. Das war beim ersten Teil nicht so sehr. Es sind natürlich aber auch viele Sachen übernommen worden. Wie beispielsweise die Animation beim Munitionswechsel, vor allem vom Flammenwerfer. So viel Munitionsmangel hatte ich aber in dem anderen Teil nicht. Ich weiß gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad hier spielt. Ich kann jetzt noch mal kurz nachgucken bei Einstellungen. Auch einfach, wie beim anderen. Fanatiker, jawohl. Das sind so Spiele, deswegen auf einfach. Man sieht ja, dass ich hier schon am Rumkrebsen bin. Ich will einfach nur das Spiel spielen. Deswegen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich Halo 3, Halo Anniversary, Halo Reach, Halo 4 und Halo 5 alle auf normal gespielt habe. Mir ist das nämlich aufgefallen, als ich damals aus reiner Routine habe ich dann Halo 3 angefangen. Ich meine, Halo 3 war das. Und habe beim Spielen gemerkt, dass ich gar keine Gamerscores bekommen habe. Dann bin ich ins Internet rein und da stand dann, dass man auf Easy keinen Gamerscore bekommt bei Halo 3 und Halo 4 und Reach und so. Deswegen habe ich die alle auf normal gespielt. Das ging aber auch. Ich bin halt öfter mal gestorben. So, hiermit höre ich für heute mal auf. Dann werde ich das wohl weiterspielen. Speichert haben wir ja. Wie man sieht, spiele ich das auf der ganz normalen Xbox 360. Also, da sieht man noch gar nicht, da ist immer nur schwarz im Hintergrund. Spiele von Microsoft Studios im Angebot, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt noch Mass Effect 3 spielen müsste. Weil das sieht mir nämlich sehr stark wie Mass Effect 3 aus. Können wir mal drauf gehen, was hindert uns daran, mal ein bisschen im Store zu gucken. Was haben wir denn hier so tolles im Angebot? Hier, der erste noch. Boah. Gears of War bin ich nicht so der Fan von, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu viel, zu wenig Rollenspiel, zu viel Geballer. Das ist quasi, für mich ist Gears of War quasi, stell dir vor, falls du das Spiel kennst, natürlich nur, Uncharted, komplett ohne, also nur Ballersequenzen aus Uncharted. Ohne das Suchen und das ist, Uncharted ist immer eine Gegner, dann hat man eine ruhige Phase, wo man untersuchen kann und erkunden kann und sowas. Und dieses Untersuchen, Erkunden schneiden wir mal raus.
Das ist, so habe ich die Erfahrung gemacht, Gears of War. Mass Effect war ganz gut. 1, 2 waren gut. 3 war aber auch noch ganz nett. Oder ganz gut. Da sollte man nicht so viel nett sagen. Halo 4 war mittelmäßig. Wegen Halo 4 hätte ich mir meine Halo 5 nicht gekauft. Weil ich das doch so schwach fand. Ja. Dann. Was haben die eigentlich hier? Sind da jetzt noch die gleichen Spieler bei Gold? Das ist bestimmt hier. Ah, Grid 2. Das habe ich auf X. Die Goldspiele lade ich mir auf Xbox One. Ja, die Lego Games geben mir auch nicht so viel. Ist auch eins wie das andere. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Daumen hoch wäre super und sag tschüss, bis zum nächsten Video.